Hola, hallo. Ich habe jetzt mal im Restaurant angehalten. Das müsste Salina Press heißen. Das liegt in der Nähe von der Elmulle, da wo das Fischereimuseum ist. So, das ist mein Essen. Ich hatte eigentlich gedacht, hier könnt ihr sehen, das ist ein Mojito. Dann habe ich einen Kaffee dazu und Papas Locas mit Käse und Schinken obendrauf. Und ich wollte eigentlich, deswegen halte ich hier auf dem Mojito, also hier steht ja Mojito 4 Euro. Ne? Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Alkoholtrinker. Ich trinke mal, aber ach, das kann man im Jahr an einer Hand abzählen. Und ich hatte gedacht, dass Mojito, so wie es geschrieben ist, dass das kein Getränk ist, sondern dass das diese spanischen kleinen salzigen Kartoffeln sind mit der roten und der grünen Soße. Das wollte ich eigentlich essen, habe ich mich erschrocken, als sie mir dieses Getränk brachte. Egal, ich habe es getrunken, es ist lecker. Mit ganz viel Eiswürfeln, eine Minze drauf, eine Zitrone. Ich glaube, unten ist brauner Zucker. Es war lecker, das Getränk. Aber es waren nicht die Kartoffeln, die ich haben wollte. Naja gut, also habe ich nochmal nachbestellt und habe gedacht, ich will nichts verkehrt bestellen. Wenn man kein Spanisch kann, hat man selber Schuld. Also habe ich mir Pommes bestellt mit Käse, Schinken, Mayonnaise. So. Und dieses Café ist ganz gut besetzt. Hier steht ja, hier ist ja auch die ganze Speisekarte zu sehen. Aber ja, von Papas, also Pommes, das Sandwich, Croissants, Hamburger, Salate. Es ist alles da. Nur ich habe mal wieder einen Griff ins Klo gemacht und habe statt meine Kartoffeln Mojito getränkt bekommen. Naja, wie gesagt, es ist lecker gewesen, ist überhaupt kein Ding. Ist eigentlich ganz gut besetzt. Was, wenn die Tische frei sind, muss ich schon sagen, kommt sofort die Kellnerin, desinfiziert die Tische und Stühle und erst dann kann man sich hinsetzen. So, das ist mein Mittagsvideo. Und wisst ihr Bescheid, ne? Bis dann, tschüss.